Es war einmal. So fangen doch alle Geschichten an. Der feine Unterschied von dieser zu anderen Geschichten allerdings, diese Geschichte hier ist wahr. Sie spielt im Jahr 1936 in Hinterpommern. Die Nationalsozialisten sind in ganz Deutschland auf dem Vormarsch. Sie handelt von Dietlinde, einem jungen Mädchen, das durch eine Laune des Schicksals auf einen Jungen trifft. Plötzlich stand er einfach da. Bruno. Und so beginnt die Geschichte. Bruno, Bruno, warte auf mich! Komm doch! Rechts um! Die beiden waren so, wie Kinder halt sind. Unbeschwert. Fröhlich. Eine tiefe Freundschaft. Eltern, wir sind die Besten. Bla 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 bla. Du, Bruno? Ja. Bleib immer Freunde, richtig? Ja, klar. Die Monate vergingen und die politische Lage spitzte sich zu. Was möchtest du einmal werden, wenn du groß bist? Ich bin ja schon groß, viel größer als du. Ich meine, wenn du auch einer von den Erwachsenen bist. Ich werde wie du sagst. Warum? Warum nicht? Das darfst du nicht. Mein Vater sagt immer, dass wir noch unser Lauf. Dann weiß dein Vater halt nicht, von was er redet. Du bist blöd. Ein Lehrer des Dorfes, ein wichtiger Bestandteil der Geschichte, versuchte den Jungen zu beschützen. Bruno! Mit allen Konsequenzen. Wie war's in der Schule? Geht so. Hör mir jetzt gut zu. Du musst vorsichtig sein. Es werden sich viele Dinge ändern. Und das nicht zum Guten für Kinder wie dich. Ich werde versuchen, dich zu beschützen. Aber du musst mitspielen. Hast du verstanden? Gut dann. Lauf. Soll das jetzt jeden Abend so sein? Was meinst du? Na das. Du meinst, ob ich jeden Abend unser Kind füttere? Ja, das tue ich. Ich meine, ob du mich jeden Abend mit Schweigen strafst. Ist dir eigentlich klar, was du da machst? Du bringst nicht nur dich in Gefahr, sondern auch mich. Und zu allem Überfluss unsere Tochter. Ich kann doch nichts! Ich kann nichts. Ich kann doch nicht einfach zusehen, wie das alles einfach passiert. Einfach zusehen, wie Kinder. Das ist meine Pflicht, sie zu beschützen. Du! Du hast die Pflicht, deine Familie zu beschützen. Und nichts anderes. Und was, wenn ich das nicht kann? Thank you.
Und dann eines Tages war es soweit. Herr Lara, wo ist Bruno? Der Junge war verschwunden. Das kann ich dir nicht sagen. Aber... Bitte. Frag mich das nie wieder.